Und doch gibt es ja große Kritik an Deutschland. Die baltischen Staaten machen Druck auf Berlin. Der polnische Ministerpräsident bezeichnet die deutsche Position bei den Kampfpanzern als inakzeptabel. Befürchten Sie, dass diese mangelnde Geschlossenheit gerade innerhalb der NATO Russland in die Karten spielen könnte? Also, was wir gesehen haben, seitdem der Krieg angefangen hat, ist ein noch nie vorher dagewesenes Level an Einheit. Präsident Putin hat zwei wesentliche strategische Fehler gemacht, als er in die Ukraine einfiel. Erstens hat er komplett die Ukrainer unterschätzt, ihren Mut und ihren Willen zu kämpfen um ihr Land, aber hat auch die NATO unterschätzt, denn seit Beginn des Krieges haben wir Einheit gezeigt und wir haben ein noch nie dagewesenes Level an Unterstützung geboten, inklusive Deutschlands, auch für die Ukraine. Und man muss verstehen, natürlich, dass im Augenblick dieser Fokus auf die Leopardpanzer liegt, aber manchmal braucht es auch etwas Zeit, um vertraulich mit den Alliierten zu konsultieren. Und zweitens, die Alliierten liefern ja schon schwerere und modernere Waffensysteme, inklusive die Infanterie, Kampfwagen und natürlich darüber hinaus auch einige, die bereits Kampfpanzer liefern. Es ist also nicht so, als wir überhaupt nicht moderne, gepanzerte Fähigkeiten liefern würden an die Ukraine. Das tun wir ja schon bereits. Die Frage ist nur, welche Art von Ausrüstung noch verfügbar ist und wie man sie bereitstellen kann. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können, ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.